Hey Leute, willkommen zurück zu Crash Bandicoot 4, It's About Time. Wieder mal ist der Name des Levels Programm, denn beim nächsten Zeitlauf muss ich cool bleiben. Hier könnt ihr auf jeden Fall hinspringen zu dieser Zeit im Video, um meinen finalen Versuch zu sehen. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Und ich bin sehr gespannt, ob ich in diesem Level beim stressigen Zeitlauf cool bleiben kann. Sorry für die schlechten Puns, aber ich liebe schlechte Puns. Dafür lebe ich. So, okay, dann fangen wir gleich mal an. Und mein Ziel ist es wieder erstmal, zumindest Saphir zu schaffen und dann kurz darauf auch hoffentlich Gold. Und am besten gleich im ersten Versuch Gold, damit ich dann danach gut abschätzen kann, das war schon mal nix, danach gut abschätzen kann, wie fies die Platinzeit dann ist, die ich letztendlich haben will. Aber erstmal habe ich mit Gold und dem Level überhaupt irgendwie schaffen, schon genügend zu tun. Weil das ist auch, glaube ich, kein so einfaches Level, nämlich da kann viel schief gehen, auf jeden Fall. Okay. So, zack. Ah, wunderbar! Hier kommt doch mal auf einer so Eisplatte auch irgendwie eine Kiste. Okay, das ist eine Nitro-Kiste, aber nur. Das ist, glaube ich, die hier. Oh Gott, das war jetzt ein bisschen knapp. ich weiß nicht, welcher Weg hier besser ist. Hier sind auf jeden Fall schon mal Zeitkisten. Und das ist, glaube ich, auch der kürzere Weg. Okay, dann ist der, glaube ich, schon besser. So. Oh Gott. Ja, der Abschnitt ist auch ein bisschen gemein. Weil man hier durchaus auch leicht mal leichten Fehler machen kann. Ich hoffe, dass das keine Zeitkisten sind. Wahrscheinlich aber schon. Muss ich dann später nochmal überprüfen. Erstmal lasse ich es mal so. Es könnte sogar sein, dass es keine sind. Aber ja, ich weiß es nicht sicher. Ich denke eigentlich schon. Aber erstmal jetzt keinen Gedanken mehr dran verschwenden. Einfach weitermachen. Dann passt es schon. Ja, das war knapp. Dann passt es schon. Ja, komm. Da oben. Ne, da oben ist, glaube ich, auch keine. Ich habe sogar hier super Akku. Nice. Vor allem hier sind ja ein paar fiese Eiszapfen, die von oben runterfallen. Und die muss ich mir jetzt gar keine Sorgen machen. Das ist gut. Tatsächlich ist das Level gar nicht mal so lang, wenn man die ganzen optionalen Wege auslässt. Ich glaube, wir sind schon relativ nah am Ende sogar. Ja. Oh Gott, jetzt nicht runterfallen. Was? Wie wurde ich da getroffen? Das war es, glaube ich, sogar schon. Ja, das ist echt sogar voll kurzes Level. Okay, das ist gut. Mal wieder ein kürzeres Level. Die letzten waren ja alle irgendwie ziemlich lang. Gold dürfte es schon gewesen sein. Ja. Aber vom Platin bin ich noch ein bisschen weg. Das ist aber okay. Weil das geht auf jeden Fall noch viel, viel besser. Vor allem bei dem Grind-Abschnitt habe ich wahrscheinlich da schon ein paar Zeitkisten übersehen. Und ansonsten kann man das auch noch ein bisschen besser machen alles. Also das ist so gleich mal okay. Für den zweiten Versuch war es ja jetzt. Aber der erste richtige, sage ich mal, für den ersten richtigen Versuch war das gleich mal ganz in Ordnung, denke ich. Gut. Aber ja, das Level lebt halt davon, dass es alternative Wege gibt und dass man bei dem 2D-Abschnitt am Ende dann häufiger mal obenrum irgendwie zurücklaufen muss oder so und man dann da noch extra Wege entlang laufen muss. Aber das gilt halt natürlich alles nicht. Boah, ist ja schnell. Gilt halt natürlich alles nicht für die Zeitläufe. Und deswegen kann ich das ein bisschen... Alter, wie schnell ist denn der? Deswegen ist es hier nicht so schlimm. Er macht es halt vor allem eben immer gut, dass er auf den Eisplatten... Ernsthaft? Ach komm, den habe ich doch erwischt. Dass er auf den Eisplattformen immer Kicks macht, was ja wirklich viel, viel besser ist, um da an Geschwindigkeit zuzulegen. Aber es ist halt schwierig, weil... Hat er die Zeitkiste da jetzt mitgenommen? Ach komm. Das halte ich für sehr schwer, da einen Kick zu machen, aber trotzdem die obere Zeitkiste mitzunehmen. Hat er die ausgelassen? Sieht irgendwie so aus, oder? Aber das ist eine Dreierkiste. Oder hat er es doch irgendwie geschafft, die mitzunehmen? Keine Ahnung. Ja, fuck. Ja, den Anfang macht er schon um einiges besser als ich. Okay, das war jetzt ein bisschen knapp. Der ist ja übel schnell. Der ist da oben schon. What? Hä? Warum ist denn der so viel schneller als ich? Was soll denn das? Also, das habe ich noch gar nicht raus, wie ich da bei dem Eis so viel Geschwindigkeit aufbauen kann wie der. Das ist ja richtig verrückt. Okay. Jetzt gucke ich gleich erstmal. So. Scheiße, stimmt. Ich muss... Na, so schlecht. Ich musste ja auch dran denken, dass ich da die Zeit wieder normal weiterlaufen lasse. Aber ja, es sind alles sogar Zeitkisten. Also allein da kann man sich... 7 sind es, glaube ich, oder so. Allein 7 Sekunden oder sowas holen. Okay. Das ist gut. Boah.
Der flitzt da so schnell durch. Ist ja richtig verrückt. Vor allem da bei der TNT-Kiste, bei diesem kleinen Kistenturm, da verliere ich halt durchaus ein bisschen Zeit. Aber, keine Ahnung, das ist schwer. Aber kann ich hier einen Kick machen und... Ah, okay, ja, das geht. Okay, das ist gut. Ja, verdammt. Okay, aber so kann ich wirklich ein bisschen Zeit mitnehmen, weil ich kann das schaffen, durch einen Kick da die Kiste zu erwischen. Und dann erwische ich ja auch die Dreierkiste in Folge... Ach komm, die Dreierkiste in Folge dessen, weil die dann durch die TNT-Kiste zerstört wird. Das ist übrigens eine schöne Todesanimation. Okay. Aber hier, finde ich, ist der Geist jetzt trotzdem nicht so schlecht. Ich hoffe, dass der am Ende einfach wieder ein paar mehr Fehler macht. Das ist ja häufig so schon gewesen bei Geistern, dass die am Anfang übelst abgehen. Scheiße. Ja, das darf nicht... Und da die Einserkiste... Ja. Dass die am Anfang übelst abgehen und dann zum Ende hin doch schlechter werden. Ja, jetzt kann ich ein bisschen mehr mithalten zumindest, aber ich habe halt ultra viele Zeitkisten übersehen. Ich bin trotzdem noch voll weit hinten sogar. Also da am Anfang auf den aufzuschließen, das schaffe ich nicht. Dafür ist der zu gut. Puh. Kein gutes Zeichen. So, gleich wieder weg. Zack. Alle herkommen. Okay, sehr gut. Aber zumindest habe ich jetzt da alle mitgenommen. Na, Mann! Ja, das war ja super. Ja, der Super-Akku-Akku am Ende hat mir schon ein bisschen geholfen. Ja, hier ist er. Ja, hier macht er jetzt wieder richtig brachiale Fehler. Ja, okay. Da muss ich drüber springen. Aber das war eh nicht so gut. Aber ja, es ist okay, wenn ich am Anfang ein bisschen hinten... Mann. Wenn ich am Anfang ein bisschen hinten bin, weil zum Ende hin haut er wieder die Fehler raus. Das ist mir auch ganz recht, weil der kann es ja nicht die ganze Zeit so durchziehen, wie er hier am Anfang abgeht. Das wäre ja auch viel zu krass. Scheiße. Ja, das ist aber, es ist schon kacke irgendwie. Und da die, nimmt er die Einserkiste eigentlich noch mit? Oder nicht? Da muss man ja so weit nach rechts dann rüber. Das ist, glaube ich, schon eine Sekunde wert. Knapp zwar, aber ist es, glaube ich. Aber es ist trotzdem kacke, dass ich dafür eine Sekunde dann so ein Risiko quasi eingehen muss. Hm. Okay. Habe ich halt das viel, viel langsamer gemacht. Komm. Ernsthaft, da kommt 100 Jahre einfach keine. Okay, da muss ich gleich die erste mitnehmen. Weil sonst muss ich da viel zu lange warten. Boah. Okay. Das ist halt so verrückt, weil die Geister einfach so... Was jetzt? Warum habe ich die jetzt nicht erwischt? Weil die einfach so variabel sind in ihrem Skill. Weil manchmal sind sie übelst gut, wie der zum Beispiel. Das ist ja nur der Platin-Geist, nicht der Entwicklergeist. Das würde noch besser gehen eigentlich. Aber der geht hier am Anfang übelst ab, finde ich. Aber am Ende ist er halt dann wirklich nicht mehr so gut. Da macht er einige blöde Fehler. Wahrscheinlich macht er am Ende wieder einfach einen Bauchplatscher irgendwo oder so. Weiß ich doch jetzt schon. Also irgendwas total Dummes wird der bestimmt am Ende noch machen. Aber am Anfang geht der so ab. Ich habe keine Chance am Anfang mit dem mitzuhalten. 0,0. Das ist richtig schlimm. Ich weiß nicht, ob er die Dreierkiste da mitnimmt am Anfang. Es würde mich sehr wundern, wenn er es nicht macht. Aber es sieht so aus, als würde er sie nicht mitnehmen. Ja, fuck. Okay, da muss ich, kann ich schon die mitnehmen. Okay. Ja, okay, passt. Okay, ich bin natürlich hinten. Aber es geht sogar. Und ich habe halt diesmal wenigstens die Zeitkisten mitgenommen. Okay. Ja, ich bin schon echt ziemlich weit hinten, ne? Aber sollte schon passen. So, jetzt hier keinen Scheiß machen. Alle mitnehmen, vor allem jetzt dann gleich die alle. Stopp. Oder wieder weiter. So, okay. Gut, passt. Mhm. Ich habe sogar noch bisher... Und hier habe ich schon aufge... Der springt sogar zweimal da daneben an der Stelle. Der schafft einfach zweimal in Folge den Sprung nicht. Was ist das denn? Okay, gut. Ja, er macht hier immer Kicks, ich weiß schon. Das wäre auch besser, aber traue ich mich irgendwie nicht. Ja, da ist er auch wieder zurückgesprungen. Der macht einfach so blöde Fehler am Ende. Ist am Anfang so übelst gut. Nein! Ich bin noch gesprungen. Ach komm, das wäre es halt voll gewesen.
Ich bin gesprungen. Ja, vielleicht war ich ein bisschen zu spät dran. Ist ja okay. Das ist halt echt kacke, weil man kann ja, wenn man das, den Kick in die Luft einfach irgendwie macht, man kann ja noch sehr, sehr lange danach die Sprungtaste drücken. Und es wird dann noch ein erfolgreicher Sprung. Was? Aber das war anscheinend ein bisschen zu spät. Mann. Das ist echt blöd, weil das hätte es wirklich schon sein können. Weil der macht wirklich sehr, sehr viele blöde Fehler am Ende. Richtig, richtig viele. Ich dafür am Anfang. Aber das gleicht sich ja dann dadurch ganz gut aus. Passt also. Zack. Nein! Wie? Habe ich jetzt den in die Nitro-Kiste gehauen und bin dadurch selber gestorben dann durch die Explosion oder wie? Ja, ich habe halt echt mit dem Anfang mehr Probleme als mit dem Ende dann. Da komme ich irgendwie besser damit klar. Aber hier am Anfang, das kriege ich noch nicht so richtig hin. Ich weiß nicht, wie der das so schnell macht. Weil der ist immer vor mir. Immer. Kein Peil, wie das gehen soll. Jetzt habe ich den Gegner einfach ausgelassen. Wie geht das denn? Naja, egal. Okay. So, Akku wirklich nicht verlieren. Das ist schon ziemlich wichtig, dass ich den da am Ende behalte. Ist auch wieder ewig weit vorne. Aber ist okay. So, aber jetzt wird's klappen. So, zack. Alle mitnehmen hier. Gut. Okay. Hier schon ein bisschen früher einen Sprung machen, damit ich hier gleich perfekt hinkomme. Genau. Sehr gut. Da verkackt das. Gleich zweimal. Der Vollidiot. Und hier kann ich dann schön aufholen. Okay. Und gleich kommt super Akku. Komm, bleib halt. Jetzt bin ich aber hängen geblieben. Oh mein Gott. Okay, da verkackt er ja auch den Sprung. Oh Gott. Nein! Ja, egal. Puh. Oh Gott. Das war so knapp, der letzte Sprung. Den hätte ich fast noch verkackt. Das war richtig knapp. Aber passt. Haben wir. Puh. Und 10 Sekunden ungefähr weg von der Entwicklerzeit. Aber ist okay. Passt auf jeden Fall. Habe ich auch wieder relativ schnell geschafft. Bin ich also auch zufrieden damit. Aber das Level war eben auch ein bisschen kürzer. Und der Geist war auch wieder nicht perfekt. Es war sehr, sehr unterschiedlich. Weil am Anfang geht der so ab. Und zum Ende hin macht er wieder so blöde Fehler. Verkackt er einfach doppelt diesen Sprung da nach oben. Das ist mir so ein Rätsel, wie die das schaffen können. Am Anfang so übertrieben abzugehen. Ich hatte keine Chance, da irgendwie mit dem mitzuhalten. Und dann am Ende einfach so dermaßen dumme Fehler. Ist der Wahnsinn. Aber passt ja alles. So, ein Level fehlt noch aus dieser Welt. Oder eigentlich zwei, weil es noch einen Zeitstrahl hier auch gibt. Aber bei diesem Level auf jeden Fall, da wird es beim nächsten Mal dann den Zeitlauf geben. Hoffentlich auch mit Platin-Relikt und darauf dann eben noch das hier. Das da unten ist ja nur der Bosskampf gegen Cortex zum ersten Mal. Deswegen beim nächsten Mal kommt dann erstmal übertrieben. Auch wieder ein wunderschönes Wortspiel. Und wie das dann mit dem Eisbären laufen wird, weiß ich noch nicht so ganz sicher, weil mit dem muss ich eigentlich auch dauerhaft immer entlang dashen, was das natürlich viel schwieriger macht, die Sprünge da abzuschätzen. Und währenddessen muss ich aber auch noch die ganzen Zeitkisten mitnehmen. Also ich glaube, alle Level, die einen Bärabschnitt haben, sind auch relativ schwer bei den Zeitläufen. Aber beim nächsten Mal wissen wir mehr dazu. Crash freut sich aber schon, er dancet schon ab. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal.